Together, we must take back control of freedom. Together for managed democracy. Together for victory. Together for liberty. Together for liberty. Together, they fight for freedom. Helldivers 2 ist ein brachiales Koop-Action-Spektakel, das in Sachen Präsentation, also bei Grafik, Sound und Atmosphäre, in der Spitzenklasse mitmischt. Aber auch was Spielspaß, Zugänglichkeit und Motivation angeht, macht der Shooter keine halben Sachen. Dabei erfindet Helldivers das Koop-Rad keineswegs neu, aber es rollt hier mit glänzender Felge, lackierter Bremsscheibe und breitem Reifen zum Mega-Erfolg. Denn auch wenn das Rad in den ersten Tagen wegen des hohen Spieleransturms den ein oder anderen Platten hatte, war Helldivers 2 für Sony der bislang erfolgreichste PC-Release. Okay, anders als beim bisherigen Rekordhalter God of War kam das Spiel diesmal ja auch parallel auf PS5 und PC raus. Trotzdem sind die Zahlen der gleichzeitig aktiven Steam-Spieler beeindruckend. In der Spitze waren über 200.000 Spieler auf Steam gleichzeitig unterwegs und haben gegen Bugs und Cyborgs gekämpft. Natürlich nicht alle auf einem Server. Bis zu 4 Spieler ziehen hier gemeinsam in eine Mission. Dank Crossplay auch zwischen PC und PlayStation, wenn die Server mitspielen. Was Helldivers 2 dabei ganz besonders gut macht, wo es unserer Meinung nach noch hakt und wie es mit dem technischen Zustand auf PC und Konsole aussieht, erfahrt ihr jetzt im Test. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped, eurem Partner für Männerhygiene. Erlebt das neue Performance Package 5.0 und sichert euch die passende Hardware für einen modernen Cut mit dem Lawnmower 5.0. Der wasserdichte Körperhaartrimmer kommt mit 2 austauschbaren Scherköpfen fürs Trimmen oder Rasieren. Und mit dem Weed Whacker 2.0 geht's auch lästigen Haaren in Nase und Ohren an den Kragen. Außerdem packt Manscaped noch die Pflegeprodukte Crop Soother und Crop Preserver ins Paket und versorgt euch mit Premium Boxershorts und dem Nagelpflegekit Shears 3.0. Das Performance Package 5.0 bekommt ihr jetzt mit 20% Rabatt und kostenlosen Versand, wenn ihr auf der Website von Manscaped das Codewort GAMESTAR eingibt. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Wie heißt es so schön in Starship Troopers? Nur ein toter Bug ist ein guter Bug! Papalapap! Lebendig machen die doch viel, viel mehr Spaß. Vor allem, wenn sie, wie hier, in Scharen auf uns zurennen. Wir spüren förmlich, wie sie ihre ekligen und messerscharfen Zangen wetzen. Größere Exemplare sondern irgendein säureartiges Sekret ab. Und mit was für einem Schleim uns die Kollegen hier angreifen, wollen wir besser gar nicht erst wissen. Aber sollen sie ruhig. Unbeeindruckt packen wir unseren Granatwerfer aus und malen mit wenigen Klicks ein paar expressionistische Stillleben auf die karge Landschaft dieses unwirtlichen Planeten. Und was dann noch zuckt, bekommt Demokratie und Freiheit in Form einer Kaliber 12 Dosierung direkt in den arachnidischen Leib injiziert. So machen das die Helldivers. Wobei, und das haben wir durch den Einspieler gerade schon vorweggenommen, wir könnten hier genauso gut auch als Starship Trooper unterwegs sein. Immerhin kämpfen wir in Helldivers 2 gegen eklige, krabbelnde, insektenartige Außerirdische. Vom Rand der Galaxie bedrohen die aggressiven Terminiden unseren Heimatplaneten Übererde. Wie im Kultfilm von 1998 nennt das Spiel die Viecher auch einfach nur Bugs. Und ebenfalls wie im Film, schwingt auch in Helldivers 2 in jeder Sekunde sehr viel schwarzer Humor mit. Wobei Helldivers 2 die Vorlage, also Starship Troopers, nicht einfach nur billig kopiert, sondern liebevoll, augenzwinkernd und permanent mit größter Hochachtung zitiert und auf dieser Grundlage dann einen eigenen abgedrehten Stil aufsetzt. Beispiel gefällig? Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Nein! Süße Freiheit! Nein! Kennen Sie das? Das absolut majestätische Intro zeichnet zunächst wundervoll übertrieben das Schreckensszenario der Bug-Invasion und geht danach zu einem Rekrutierungsaufruf für die Helldiver über. Das ist nämlich die menschliche Elitetruppe, die den Bugs bis an die Zähne bewaffnet überall im Universum entgegentritt. Mehr Story gibt es gar nicht. Das ist zum einen schade, weil Helldivers 2 so viel Potenzial für tolle Geschichten einfach liegen lässt. Zum anderen ist es aber auch faszinierend, denn diese 2 Minuten Introsequenz reichen aus, um das Spiel nahezu komplett zu tragen. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Die weitere Bindung zum Setting kommt durch die erstklassige Atmosphäre. Jede Itembeschreibung, jeder Nebensatz der ansonsten komplett belanglosen NPCs und jeder Einspieler ist absurd stark überzeichnet. Wie schmeckt euch die Freiheit?
Eldarverse 2 präsentiert einen so übertriebenen Hurra-Patriotismus und kreiert eine so aberwitzige Schwarz-Weiß-Situation, dass wir uns in dieser Selbstironie sofort verlieren. Die Frage ist schon berechtigt, wer eigentlich die alles zerstörenden und hirnlosen Monster sind. Die Bugs oder doch wir Menschen? Also, ich meine, die Frage wäre berechtigt, aber wir bekommen vom Spiel permanent eingetrichtert, wir sind die Guten. Und von den Guten sind wir dann auch noch die Besten. Die besten Guten, also die Superguten von der Übererde. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator. Ich verblute! Und da schließt sich der Kreis wieder. Nach dem Intro absolvieren wir ein kurzes, aber wichtiges Tutorial, lernen die Spielmechaniken, etwa das Ausräuchern von Feindnestern und sind dann echte Helldiver. Nicht nur bekommen wir dann unseren coolen Umhang, sondern auch dieses schicke Raumschiff. Das dient uns ab sofort als Hub, in dem wir uns ausrüsten, Missionen wählen und Koop-Freunde einladen. Das zeigen wir euch aber gleich alles noch. Was nämlich viel wichtiger ist, über dieses Menü hier geben wir dem Schiff einen eigenen Namen. Anhand der Titel auf der linken und den Attributen auf der rechten Seite seht ihr schon, was da für absurd schöne Kombinationen möglich sind. Und wie ich eben sagte, ab diesem Punkt sind wir schon komplett in der Welt von Helldivers 2 versackt und denken bereits komplett selbstironisch. Übererde umfasst bestimmt auch Deutschland. Und der deutscheste Schiffsname in dieser Liste ist Rechnungsprüfer der Gerechtigkeit. Schließlich wollen wir irgendwann als Helldiver-Pensionär unsere Altersvorsorge auf Basis zuvor zerschossener Feinde ausbezahlt bekommen. Aber zurück zum Schiff, zu den Missionen und zum Koop. In Helldivers 2 führt die gesamte Community einen galaktischen Feldzug gegen die feindlichen Invasoren. Dreh- und Angelpunkt für die einzelnen Missionen ist der Kartentisch auf dem Raumschiff. Auf der Sternenkarte steht Übererde im Zentrum, auf der rechten Seite sind die von den Bugs kontrollierten Sektoren zu sehen und auf der linken Seite rückt die zweite Gegnergruppe an. Alles vernichtende Cyborgs. Die wirklich coolen Blechschädel funktionieren prinzipiell wie die Bugs, setzen aber mehr auf Fernangriffe. Und wie die Bugs sind auch die Cyborgs eindrucksvoll designt. Die roten Augen leuchten bedrohlich, die Killermaschinen kommen unaufhaltsam auf uns zu, Laserkanonen zischen übers Schlachtfeld. Wenn ich das so sehe, wünsche ich mir ein Terminator-Spiel mit Zukunftssetting, das genau so aussieht. Also nochmal eine Schippe drauf vom Shooter-Geheimtipp Terminator Resistance. Im Raumschiff wählen wir aber erstmal einen von den Bugs bedrohten Sektor. Über die Sternenkarte sehen wir die umkämpften Planeten und suchen uns eine der zufällig generierten Missionen aus. Hier sehen wir auch laufende Spiele, denen wir beitreten können. Starten wir eine neue Mission, sehen andere Spieler das und können uns jederzeit beitreten. Dieses Hop-On-Hop-Off-System funktioniert in Helldivers 2 sehr gut. Crossplay zwischen PC und PS5 ist ebenfalls an Bord und funktioniert in der Praxis inzwischen meist gut. Wer will, kann die Spielersuche nur auf seine Freunde einschränken oder auch ganz alleine spielen. Solo-Einsätze sind grundsätzlich möglich und machen zunächst auch Spaß. Durch den fehlenden Koop-Chaos-Faktor fielen zumindest uns die repetitive Spielmechanik und die immer gleichen Gebäude-Assets dann aber doch viel schneller negativ auf. Denn die Aufgaben in Helldivers 2 sind meist trivialer Natur. Oft sollen wir Bugnester oder Cyborg-Fabriken ausschalten, verlorene Daten retten oder Maschinen neu kalibrieren. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt ist das im Koop nicht weiter schlimm. Fehlende Abwechslung kann sich aber auf Dauer zu einem Problem entwickeln. Die Faszination von Helldivers 2 liegt derzeit aber vor allem noch in der Dynamik der einzelnen etwa halbstündigen Runden. Wir kämpfen zu viert gegen eine feindliche Übermacht und führen Luftanschläge und Unterstützungswaffen ins Feld. Das Chaos, das wir damit erzeugen, ist mal mehr, mal weniger geordnet. Auf jeden Fall haben die einzelnen Runden viel Potenzial, um auch ohne Story denkwürdige Geschichten zu schreiben. Das liegt aber eben nicht an den Missionszielen. Die sind repetitiv und abwechslungsarm. Dasselbe gilt für Gebäude und Strukturen wie verlassene Forschungsstationen oder abgestürzte Shuttles. Die Assets sind immer identisch. Mit jeder Runde platziert das Spiel seine Bausteine aber immerhin zufällig auf der Karte. Bereits nach wenigen Runden kennen wir einzelne Puzzlestücke der Maps wie aus dem FF. Dadurch stellt sich irgendwann unweigerlich Monotonie ein. Bislang können die spannenden und dynamischen Gefechte die mangelnde optische Abwechslung aber noch gut kaschieren. Um drohenden Unmut vorzubeugen, sollten die Entwickler der Arrowhead Studios aber bald Nachschub liefern und für mehr Abwechslung sorgen. Die Chancen dafür stehen aber auch ganz gut. Schaut euch mal die Sternenkarte an. Bugs kommen von rechts, Cyborgs von links. So wie die Sektoren aufgeteilt sind, ist da noch Platz für zwei weitere Feindfraktionen. Und aufmerksame Spieler des ersten Teils von 2015 wissen, Bugs und Cyborgs gab es damals schon, aber auch die Illuminate. Abwechslung in Sachen Gegner und Missionszielen ist also vielleicht schon auf dem Weg. Schließlich soll das Spiel ja regelmäßig mit kostenlosen Content-Paketen versorgt werden.
Und der galaktische Feldzug der Community hat im weiteren Verlauf auch durchaus noch Überraschungspotenzial. Auf Seiten des Entwicklerstudios Arrowhead sitzen nämlich menschliche Game Master, die auf die Erfolge der Community reagieren und in den Verlauf des Krieges eingreifen. Wie sehr sich das aber auf die praktische Spielerfahrung auswirkt, lässt sich schwer einschätzen. Die Sache mit den Game Mastern klingt bislang jedenfalls eher nach einer netten PR-Story. So, jetzt haben wir aber genug drumherum geredet. Lasst uns endlich auf die Kämpfe und das Shooter-Gameplay schauen. Denn, kurz gesagt, das ist absolut erstklassig. In Sachen Waffenhandling und Gunplay gehört Helldivers 2 zu den besten Shootern, die es aktuell gibt. Schüsse fühlen sich wuchtig an, Treffer noch viel mehr. Das ist aber nicht nur Spielerei, sondern hat auch einen taktischen Nutzen. Wenn wir den heranstürmenden Riesenkäfern hier ein paar Beine wegschießen, stürzen sie erst spektakulär und schleppen sich dann langsam weiter in unsere Richtung. Granaten sprengen ganze Horden von Bugs auseinander, Panzerabwehr, Raketen, Luftschläge und Mörser sorgen für ein regelrechtes Effektgewitter. Im Kampf gegen die Cyborgs haben wir den Eindruck, einzelne Muttern und Schrauben von den zerstörerischen Blechbüchsen zu schießen. Und mit Salven aus unseren Sturmgewehren arbeiten wir uns durch die einzelnen Hautschichten der Bugs. Selten hat sich das Gunplay wirklich so befriedigend angefühlt wie in Helldivers 2. Doch Gunplay ist nur ein Teil der Impact-Rechnung. Die Grafik ist der andere. Und die ist in Helldivers 2 echt gut. Egal ob auf kargen Eisplaneten, in dichtem Dschungel oder auf weiten Ebenen. Wir können uns gar nicht satt sehen. Wenn wir wie hier auf dem Weg zum nächsten Ziel über eine Lichtung schleichen, steht der Nebel unheimlich stimmungsvoll über dem Boden. Hier stapfen wir durch den Schnee und bestaunen kleine, aber schöne Details wie die Schneeverwehung. Naja, und wenn wir schon mal im Schnee unterwegs sind, lassen wir Bugs kurz Bugs sein und machen das, was wirklich zählt. Auch die Animationen sind erstklassig. Die Figuren bewegen sich butterweich und nachvollziehbar. Schaut euch die Szene an, in der wir mit dem schweren MG auf dem Boden liegen und uns im Schnee drehen. Das sieht super aus und sorgt für viel Immersion. Die Effekte stehen dem in nichts nach. Explosionen zerfetzen ganze Gegnergruppen, mit dem Flammenwerfer arbeiten wir uns durch anstürmende Feindscharen und bewundern dabei das tolle Feuer. Was Arrowhead hier mit einer stark modifizierten Version der Stingray Engine auf die Bildschirme zaubert, ist in vielen Situationen wirklich ganz großes Kino. Das gilt für die Waffen und deren Balancing aber nur zum Teil. Das Arsenal umfasst die üblichen Verdächtigen. Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Sniper. 29 Primärwaffen klingt erstmal nach großer Auswahl, doch die Waffen ähneln sich zu sehr, um wirklich Abwechslung zu bieten. Ein Sturmgewehr spielt sich prinzipiell wie das andere. Die Motivation zum Ausprobieren verfliegt schnell. In den Missionen sammeln wir durch Kills und durch Haupt- und Nebenmissionen Erfahrung und steigen im Level auf. Neue Waffen und Ausrüstung schalten wir über die Erfahrungspunkte allerdings nicht frei. Die Level-Ups brauchen wir für die Verbesserung der Taktikausrüstung, das schauen wir uns aber gleich noch an. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei den Waffen. Zum Freischalten kommen die Kriegsanleihen ins Spiel. Das ist ein Katalog ähnlich dem Battle Pass. Auf den einzelnen Seiten kaufen wir mit sammelbaren Goldmünzen die gewünschten Items. Die Münzen erhalten wir als Questbelohnungen. Allerdings müssen wir auf einer Seite erst eine bestimmte Menge an Münzen ausgeben, um auf der nächsten Seite einkaufen zu dürfen. Neben Waffen gibt es da auch viele kosmetische Gegenstände zu kaufen, wie Umhänge und Gesten. Helme und Rüstungen bringen zumindest minimale Veränderungen bei Panzerung, Geschwindigkeit und Tragekapazität von Granaten mit. Die Unterschiede sind im Feld aber nur sehr selten wirklich spürbar. Wir müssen also eine ganze Weile leveln und mitunter nutzlose Dinge kaufen, um Zugriff auf bessere Waffen zu bekommen. Nur leider lohnt sich das kaum, denn die freischaltbaren Waffen sind kaum besser als die Grundausstattung. Zum Beispiel habe ich auf diese Schrotflinte mit Flammenschaden gespart. Als ich sie dann endlich ausprobieren konnte, folgte aber auch gleich die Ernüchterung. Klar, die brennenden Kugeln sehen cool aus und die Schussfolge ist doppelt so hoch wie beim Standardmodell, aber die neue Shotgun macht nur halb so viel normalen Waffenschaden. Brennende Bugs nehmen zwar Schaden über Zeit, doch ich brauche die Shotgun ja in erster Linie, um mir Viecher aus der Nähe vom Leib zu halten. Mit dem neuen Gewehr brauche ich pro Bug zwei Schüsse statt wie bisher nur einen. Der Schaden über Zeit hilft mir in dem Fall auch nicht mehr, denn wenn die Bugs erstmal so dicht dran sind, habe ich keine Zeit mehr. In meinem Fall habe ich die neue Shotgun wieder in den Spind gestellt und zur Startflinte gegriffen. Solche Erfahrungen hatten wir im Test immer wieder. Hier ist seitens der Entwickler noch Feintuning in Sachen Balancing nötig. Und wenn wir schon beim Balancing und uns zu nahe kommenden Gegnern sind, lasst uns kurz über die Hitboxen sprechen.
Grundsätzlich ist Helldivers 2 angenehm fordernd. Teamplay ist spätestens ab dem dritten von 9 nach und nach wählbaren Schwierigkeitsgraden unverzichtbar und die Feinde sind dann eine knallharte Bedrohung. Folgerichtig halten wir kaum etwas aus. Bereits nach wenigen Treffern knipsen Bugs und Cyborgs uns die Lichter aus. Situationen wie hier, in denen wir vom Team getrennt und von Gegnern umzingelt sind, sind fast immer tödlich. Allerdings sind die sonst so agilen Spielfiguren im direkten Feindkontakt ausgesprochen behäbig. Wenn uns ein Bug mit seinen Zangen erwischt, können wir uns drehen, wegsprinten oder mit dem coolen Hechtsprung etwas Abstand gewinnen. Das spielt sich aber so, als hingen wir am Gummiband, langsam und langgezogen. Sind wir ein Stück vom Gegner entfernt, trifft uns sein nächster Zangenangriff oft doch noch, obwohl er es eigentlich gar nicht mehr dürfte. Das ist ärgerlich und fühlt sich unbefriedigend an. Bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen gar nicht Unmengen von Gegnern im Nahkampf standhalten. Das zu vermeiden ist ein wichtiger Teil der Teamtaktik. Wenn wir aber doch unmittelbar konfrontiert sind, muss diese eine Chance auf Flucht auch funktionieren. Schließlich wollen wir ja anschließend gebündelt zurückschlagen. Und zurückschlagen ist auch das perfekte Stichwort für die Taktikausrüstung. Die sind nämlich das Salz in der Suppe von Helldivers 2 und machen aus dem launigen Koop-Spaß erst das brachiale und unberechenbare Actionfeuerwerk, das derzeit für so viel Begeisterung sorgt. Erinnert ihr euch noch an unser Helldiver-Raumschiff von vorhin? Der Rechnungsprüfer der Gerechtigkeit ist nicht nur ein schwebender Monolith am Rande des Orbits. Das Schiff versorgt uns im Feld auch mit Spezialausrüstung und schießt mächtige Superwaffen auf unsere Feinde ab. In der Praxis funktioniert das so, dass wir vor dem Missionsstart unser Loadout zusammenstellen. Hier wählen wir eine mächtige Unterstützungswaffe, Granatwerfer, Flammenwerfer, Raketenwerfer und dergleichen, sowie offensive und defensive Fähigkeiten. Zu Beginn steht nur der Orbitalangriff zur Verfügung. Das ist ein mächtiger Energieangriff im Stil der Ionenkanone aus Command & Conquer. Später schalten wir Geschütztürme, Gatling-Sperrfeuer, Flächenbombardements und mehr spektakuläre Attacken frei. Weil jeder Spieler sein Loadout individuell bestückt, ist zum einen Absprache im Team sehr wichtig. Zum anderen ruft in den actionreichen Gefechten eigentlich immer jemand den nächsten verheerenden Angriff. Erst durch die Taktikausrüstung entstehen in Helldivers 2 so viele chaotische, absurde, aber auch höchst unterhaltsame Situationen. Neue Taktikausrüstung, also Unterstützungswaffen, Angriffe und Gadgets, schalten wir mit Stufenaufstiegen und in den Missionen verdientem Geld frei. Den Schaden und Cooldown aller Taktikausrüstungen leveln wir durch den Ausbau von Schiffsmodulen. Dazu brauchen wir Proben, die es als Beute in den Missionen gibt. Das ist zwar alles sehr grindlastig, mit einem eingespielten Team und etwas Erfahrung ist das aber alles trotzdem sehr gut machbar. Mit den Übercredits gibt es auch noch eine weitere sammelbare und, Achtung, für Echtgeld kaufbare Ressource. Im Überstore gibt es Stand jetzt Varianten von Rüstung und Helmen zu kaufen. Die bringen zwar auch Boni mit, wie etwa eine erhöhte Tragekapazität von Granaten. Solche Eigenschaften haben die über den Katalog freischaltbaren Rüstungen allerdings auch. Das lässt natürlich Raum für Spekulationen. Entweder handelt es sich um einen sehr unaufdringlichen Shop mit überschaubarem Angebot, oder aber nach der aktuellen Review-Phase erwarten uns hier noch ganz andere Angebote. Pay-to-Win sehen wir bei Helldivers 2 derzeit jedenfalls nicht. Die Items im Shop bringen aktuell keinen Vorteil gegenüber der ohnehin schon früh freispielbaren Ausrüstung. Und weil wir im Koop gegen KI-Gegner spielen, gibt es auch keinen Wettbewerb, in dem Spieler einander betrügen könnten. Während wir das Pay-to-Win-Thema also aktuell schnell abhaken können, geht es auf dem PC mit dem Anti-Cheat-System nicht so leicht. Helldivers 2 setzt mit N-Protect GameGuard auf einen sogenannten Kernel-Level-Ansatz. Einfach ausgedrückt hat das Problem tiefgreifenden Zugriff auf das lokale System. Der Gedanke dahinter ist eigentlich logisch. Wenn sich ein Cheat tief im System befindet, muss die Anti-Cheat-Software ihn dort auch suchen können. Weil der tiefe Eingriff der Software ins eigene System theoretisch aber auch für andere Zwecke missbraucht werden kann, gibt es in der Community viele Vorbehalte gegen N-Protect GameGuard. Wir können etwaige positive oder negative Auswirkungen nicht konkret einschätzen, weil es keine Vergleichsversion ohne das Anti-Cheat-Programm gibt. Was allerdings konkret zu sehen ist, sind die technischen Probleme nach dem Release von Helldivers 2. Die Serverkapazitäten waren dem Spieleransturm nicht gewachsen, sodass es in den ersten beiden Tagen zu Ausfällen, Verbindungsabbrüchen und langen Wartezeiten kam. Zwar reagierten die Arrowhead Studios mit ersten Hotfixes und erhöhten ihre Serverkapazität, weitere Updates sind aber noch nötig. Die werden auch zeitnah kommen, denn bisher zeigen sich die Entwickler sehr engagiert und stehen in permanentem Austausch mit der Community. Und die ist beeindruckend groß. Nach dem Release-Wochenende waren 360.000 Spieler gleichzeitig auf den Schlachtfeldern unterwegs, davon eben knapp 200.000 auf Steam. Und das ist super, denn Helldivers 2 ist ein sehr gutes Spiel und verdient eine rosige Zukunft.
Ob der Titel aber tatsächlich zum Dauerbrenner wird, liegt jetzt in der Hand der Entwickler, die nicht nur ihr Spiel stabiler machen müssen, sondern auch bald inhaltlichen Nachschub liefern können, damit wir auch morgen noch über Erde retten wollen. Become a legend. Become a Helldiver.